Ein neuer Rekord. 1400 Teilnehmer aus der ganzen Schweiz trafen sich zum zweiten BIM-Kongress. Eine beeindruckende Zahl, die zeigt, wie hoch das Interesse am Thema digitales Bauen ist. Der Schweizer BIM-Kongress hat sich zum führenden Treffpunkt der digitalen Baubranche etabliert. Und die Veranstaltung ist dieses Jahr wie auch letztes Jahr ausverkauft. Wirtschaftsvertreter, Politiker und Baufachleute diskutierten über Erfahrungen und potenzielle Lösungen. Nein, den Schritt haben wir noch nicht geschafft. Ja, wir beobachten diesen Trend, wir beobachten die Diskussion. Ich sehe den Schweizer BIM-Kongress als eine hervorragende Gelegenheit des Austausches. Wir haben hier Vertreter der Politik, der Auftraggeber, der Lieferanten und Lieferkette. Und das ist eine ganz hervorragende Chance für uns alle, uns auszutauschen, wo wir stehen und was die Herausforderungen sind. Klare Forderungen gab es an die Adresse der Politik. Es sei nun Zeit, in digitale Ausbildungen zu investieren. Ich hoffe mir aber, dass im Parlament klar ist, dass in einer Zeit, wo solche Umbrüche sind, wie vorher gezeigt wurde, im Bildungssystem zu sparen und dafür eine Olympiade durchzuführen, nicht der richtige Entscheid ist. Für Pascal Bertschi, CEO von Kongresspartner Losinger Marazzi, ist klar, seit dem ersten BIM-Kongress vor einem Jahr hat sich vieles getan. Ich denke, dass alle Stakeholder also diese Digitalisierung wahrgenommen haben und dass sie also den Schritt von der Theorie zur Praxis jetzt gemacht haben. Neu dieses Jahr wurde in diesem Rahmen der ARC Award BIM verliehen, eine Auszeichnung für die fortschrittlichsten Projekte der Branche. Der Goldpreis Kollaboration des ARC Award BIM 2017 wird verliehen an das Projekt Headquarters Scotch Sports SA, eingereicht durch die Ittenbrechbühl AG. Auch beim ARC Award BIM seien die Fortschritte im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich sichtbar, sagt Jurypräsidentin Birgitta Schock. Jetzt kommen doch sehr viel mehr erfahrene Projekte, erfahrene Teams, die wirklich genau wissen, was sie mit der Methode erreichen, wieso sie es machen und wie sie es machen und schlussendlich auch das Ergebnis uns präsentieren können. In den Kategorien Innovation und Kollaboration hatte die Jury die schwierige Aufgabe, aus 24 Eingaben die besten Projekte zu küren. Doch der Aufwand lohnt sich, sagt der letztjährige Gewinner Philipp Wirting. Ich glaube, der BIM ARC Award hilft, dass das Thema diskutiert wird und dass es von einer breiteren Schicht auch mitgetragen wird. Tag 2 des Schweizer BIM-Kongresses widmete sich vermehrt der Praxis. BIM-Anwender gaben in einem Workshop-Format Tipps und Raum für Fragen. Der wirkliche Wert für einen selber ergibt sich aus dem Doing raus, aus der Praxis raus, das Projekt in die Mitte stellen, die Kollaboration fördern, zusammenarbeiten, die Themen entwickeln und dann geht es auch quasi von selbst. In einem Punkt waren sich alle Kongressteilnehmer einig. Wir befinden uns in einer heißen Phase der Digitalisierung, die Chancen und Risiken birgt. Jetzt werden die Standardisierungen gemacht, international. Man ist dabei oder man ist eben nicht dabei. Derjenige, der dabei ist, bestimmt mit und hat Marktvorteile. Und da sollte die Schweiz nicht abseits stehen. Das Zeitfenster, was jetzt gerade aufgeht, ja, ist unglaublich toll. Man kann mit neuen Maschinen, mit neuen Robotern extrem viel ausprobieren. Und keiner weiß, wie in Zukunft gebaut wird. Es wird spannend zu sehen, in welchem Tempo und über welche Wege sich das digitale Bauen in der Schweiz entwickelt. Der Druck wird weiter steigen, da bin ich überzeugt. Der BIM wird gefordert. BIM wird helfen, die Projekte besser zu machen, effizienter zu machen. Aber bis wir da sind, ist es noch ein langer Weg. Es gibt viele Aufgaben und mit diesem Kongress wollen wir mithelfen, diese Aufgaben gemeinsam zu lösen. Bauen Digital Schweiz bleibt dran und zieht am kommenden BIM-Kongress im November 2018 wieder Bilanz.